Athletinnen, die machen ein Akklimatisationstraining bei Bedingungen, die wahrscheinlich in Tokio werden vorherrschen. Das heisst etwa 32 Grad, 75% Luftfeuchtigkeit. Also sehr tropische Bedingungen, die in Tokio werden sein. Und bei diesen Bedingungen machen sie ein stündiges Training, 10 Minuten Velofahren, 10 Minuten Volleyball spezifisch, um sich eben auf diese Bedingungen in Tokio vorzubereiten. Ja, am Anfang, also wenn man in den Raum hineingeht, ist es wirklich, als würde man in einen Wand laufen. Ich glaube, ja, sehr ungewohnt, wenn man jetzt vergleicht mit dem Training, das wir hier haben. Wir reden einfach vor allem vor Luftfeuchtigkeit. Von dem her, ja, für uns super wichtig, dann im Hinblick auf Tokio, weil wir dort am Anfang nicht zu viel Energie verlieren wollen und ja, umso schneller dann in den Wettkampfmodus kommen. Ja, wir machen es jetzt schon, ich glaube, die dritte Woche ist jetzt das schon. Und ich habe wirklich das Gefühl, dass der Körper sich langsam so daran gewöhnt. So die ersten 20 Minuten finde ich schon nicht mehr ganz so schlimm wie am Anfang. Trotz allem, es ist halt heiß, man schwitzt einfach unglaublich fest. Und es zieht halt so der Muskulatur. Man merkt halt, dass es einfach andere Bedingungen sind. Ja. Wir haben sicher dieses Jahr weniger Turniere insgesamt. Das heisst, ein bisschen weniger Spielrhythmus. Haben aber jetzt trotzdem noch mit der Gobitsch-Tour mitgestartet. Noch mal ein paar Turniere vor uns, wo wir wirklich uns in den letzten Lift holen und auch uns so in diesen Rhythmus hineinbringen. Dann ja, haben wir sicher viel Zeit gehabt, um physisch zu arbeiten. Wir fühlen uns eigentlich bereit. Ich glaube, jetzt eben mit dem letzten Schliff im Heat-Labor, ja, sollten wir eigentlich ready sein. Dann.